Hallo, willkommen bei neues Zelda-Part, Twilight Princess HD. So, hier sind wir ja stehen geblieben. Wir wollten jetzt den Tempel hier machen. Ich habe so in der letzten Part ja mal geredet, dass bis ich den vorherigen Part gesehen habe, dass den Part schon längst fertig aufgenommen ist und auch bis dahin kurzanach hochgeladen wird. So, wir können kurz mal diese Tür rein. So, ist eine Truhe. Können wir aber nur von der anderen Seite heran. Glaube ich einfach mal. Aber ist ja noch nicht so wichtig. So, müsst ihr da was machen? So, gehen wir dahin. So, ihr müsst jetzt für ihr gewisse Zutaten sammeln für eine Suppe, also ihr wieder besser geht. Aber das Ganze liegt wegen die Spiegel, weil die wohl durch die halbe Map verteilt. Und die zum Beispiel wird dadurch kurzfristig böse. Durch den Spiegel halt. Karte. Genau. Da ist ja so ein Pfeil und da müssen wir hin. Das Ganze geht auf jeden Fall in diese Richtung weg. Ich habe noch was übersehen. Müsste da in der Raum kurz eine Kleinigkeit erledigen. Es war nichts Wichtiges. Aber uns war da in der Ecke noch so ein Vogel. Und der Vogel hatte auch so einen Tempel. Den Vogel müssen wir da ganz zum Schluss erledigen. So. Aber wir kümmern uns erstmal um den Eistempel. Damit ich den auch noch so schnell wie möglich fertig habe. Bis dahin. Erstmal kleine Rätsel. Alle anderen Dinger müssen wir später machen, wenn wir das Danse-Item habe. Müsste, glaube ich, das eine Feld da belegen. Da muss das, glaube ich, runter. So. Das erste, was wir machen, ist, glaube ich, ja, das ist einfach das erste. Dann in diese Richtung und fertig. Ist auf jeden Fall nicht allzu schwer. Gut, ich sage jetzt einfacher als da ist es einfacher als es eigentlich ist. Ist doch schon schwer für Leute, die das noch nie gemacht haben.
So. Ah, sind wir soweit. Da sind Endgegner drin. Den Boss-Key kannst du mir hier an die Stelle gerne mal verraten. Bekommt die dann von die Frau, wenn es dann soweit ist. Zwar sie direkt davor. Ich will keine Rubine mehr. Sie sind eh voll. So. Genau, hier ist eine Truhe mit einem Schlüssel. Ist hier noch irgendwas? Nein. So, dann sperren wir die Tür mal auf. Sind mir fast schon die Stelle schon da. Na toll! So. So, können wir weitergehen. So, dann wählen wir genau den Raum, wo wir jetzt hin müssen. Genau bei der Truhe ist das Item, was wir brauchen. Ja, einfach dahin gehen. Das war klar. Dass ein paar Gegner kommen. So, erstmal die Technik zeigen. Solche Leute und um andere kann man mit dieser Technik hier besiegen. Dann sind die Gegner, wenn man die kann, einfacher. Glaub mir. Kann es zwar ganz normal besiegen, aber mit die Technik sind die auf jeden Fall einfacher Hand zu haben. Ich meine, hat man ja jetzt gesehen. Köpfskopf. Ah, da haben wir eine andere Türe. Okay. Wir kommen hier noch nach oben. Okay. Okay, noch geht das nicht. Müssen wir erst wieder den Hauptraum zurück. Da kommen wir später von die andere Seite hin. Geil, für allein diese kurze Sache haben wir nur 9 Minuten gebraucht. Also, sag mal, wenn wir aufrunden, tut knapp 10. Also, wir sind richtig gut dabei. Ja, da oben gehen wir dahin. Ich zeige uns auch immer, welche Türe wir lang gehen müssen. So. Ah, da ist ja eine Sache. Ja, weg damit.
Können die öffnen? Ja. Ein Schlüssel. Und ich fahre in jeden Bereich davon, gucke, ob da irgendwo was gibt. Da drin haben wir den Endgegner, glaube ich. Also den Mittelboss. Den müssen wir, glaube ich, jetzt mittlerweile bald machen. Ja, könnte sein. Da ich brauche mir also den können wir runterschieben von der anderen Seite später. Und da hoch müssen wir später. So, erstmal Dinge auf die andere Seite bewegen. Dann wieder reingehen. Wieder den Schlüssel bekommt ihr ganz einfach, wenn ihr per Wolf seid, müsst ihr da ein Loch graben. An diese Stelle hier. Aber na gut, dann machen wir hier weiter. Das Ding darf ich erwische. Das friert unter sonst ein. Ja, dann warten wir mal. Ah ne, da haben wir nur eine Truhe. Auf die andere Seite ist der Boss. So rum. Hey, gut, dann brauche ich nicht. Achso, ja, stimmt ja. Jetzt haben wir da reingeschossen und natürlich liegt das Teil nochmal da, um nochmal abgefeuert zu werden. Aber ist doch kein Ding. Auf die andere Seite haben wir noch zwei andere Kugeln. Der Endgegner ist da drin, aber er versperrt den Weg dafür. Hab grad die Richtung voll verwechselt. So, da gehen wir da los. Die können wir ja ruhig in Ruhe lassen. Die sind unrelevant. Und dahinter ist das Danse-Item. Brauche hier auf jeden Fall den Enterhake. Sit. Nein, nein, nein. Na komm. Muss einfach nur weiter von der Stelle hier weg. Ja. Einfach in diese Richtung wieder hin. Wenn er näher dran ist. Und jetzt. Und dann wieder selbe Prozedere. Scheiße. Ich will auf jeden Fall die Fee gerne immer noch behalten. Haben ja so eine erste Wassertempel bekommen.
Dann müsste ich auf jeden Fall die Fee gerne wieder behalten. So wie weit wir schon bis jetzt gekommen sind. Das wäre auf jeden Fall voll nice. Ohne Game Over zu werden, mir alle Endbosse besiegen. Ey. Wir sind ja gut, wir haben die Fee immer noch behalten. Am die Stelle hier wurde schon etwas knapper, aber na gut, die Stelle ist aber mega eng. So. Hiermit bekamen wir das Danse-Item. So, ausrüsten. So, da vorne bekommen wir ja das, was wir brauchen für die Frau. So. Dann machen wir kurz mal alles weg. So, das haben wir dann halt eben schon. Dann werden wir zu die Frau zurückgehen. Da haben wir gerade dieselbe Zeit dafür gebraucht, sogar etwas kürzer jetzt, für sie bekommen. Dann machen wir einfach das Ganze hier. Ah, das ist die andere Seite, die ist unrelevant. So. Mal gucken, ob wir da hoch können oder hoch müssen. Nein, müssen wir nicht. So, wir müssen auf jeden Fall zurück. Und das Teil den Typ da vorbeibringen. Okay. Das hat er schon mal. Dann gehen wir zu die Frau hin. Das zeigt sie uns den nächsten Weg, wo wir hin müssen. Ich suche hier Weferherze. Muss doch Herze sein. Ey, keine einzige Herze. Eine zweite Vase für was von die Suppe aus aufzufüllen haben wir nicht. Hat ganz keinen Sinn, da finden wir ja die Fee. Okay, nächster Zielpunkt ist in diese Richtung. Ich glaube, wir müssen jetzt zu ihr Spiegel hin oder wie war das? Das war doch, glaube ich, irgendwo in diese Richtung hier. Auf jeden Fall ist kurz davor. Okay. Wie soll die auf jeden Fall mal vernichten? So, ist schon vernichtet.
So, komm, Stefanichten. Wie gesagt, fordere uns, wie ich denn kann. Türe, die müssen wir noch aufsperren. Später. Bombe. So, da holen wir uns mal die Truhe. Yeah, ein ganz voller Herzcontainer. Sauber. So, wir können jetzt hier lang. Okay, für die Truhe müssen wir es irgendwie hin. Dann können wir das Ding dann mal anzaukeln. Dafür ist das Ding auch nämlich gut. Hallo, wir haben das Ding da benutzt. So. So, muss auf jeden Fall wieder zurück. Ah, genau, von der anderen Seite. Moment mal, wir können ja jetzt die Türe da aufsperren. Dann machen wir es mal. Dann wäre mir der obere Raum, da vorne wäre eine Truhe. Ich hole kurz mal die Pfeile und die Bombe. So, Pfeile, Bombe kombinieren. Ich werde den Typ dahinter erstmal wegsprengen. So. Dann wird die schon mal erledigt. Sieht normal. Bin runtergefallen. Also Glück kann man sich da oben wieder hinziehen, wenn man runterfällt. Ist auch ganz wichtig zu wissen, dass es geht. So. Meine Güte. So, der Geist stört mich jetzt mal, weil ich sammle hier keine Geister ein. Aber den muss ich hier jetzt mal erledigen. So. So, ein Ganze nochmal. So,
dass die Türe hier gehen wir einfach später lang. Wenn man diese Truhe da habe. So. Was haben wir da drin? Also, nur ein Herzcontainer. So, gehen wir da auf jeden Fall weiter. So. So, wenn wir hier die Stelle kostbar alle vernichten. Eine kam schon gefährlich nah vorhin. da ist noch ein Geist. Hier sind viele Geister. So. So, gehen wir jetzt mal so diese Türe hier. Einer, um den Weg da oben aufzumachen, weil müssen wir jetzt lang. Müssen wir unter das Rätsel lösen, was mir vorhin ohne das Item in dem Fall nicht lösen konnte. So. Ich bin gerade am Überlegen, wie es geht. Ist er runter, so oder? Ich glaube, das kommt in diese Richtung. Das Teil in diese Richtung. Ach, shit. Das war genau falsch rum. Das Rätsel auf jeden Fall nicht ganz so einfach, aber ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ist ja eben etwas kompliziert. Das kommt dahin. Das zum Beispiel kommt nach da. Das wiederum dahin. Das in die Richtung. Ich hab gesagt, Rosno fällt frei. Ah. Das ist schwierig, weil so die Mitte ist. Deswegen ist es auch so schwierig.